Aloha und weiter im Text mit Portal 2. Wie versprochen, Map. Oh. Habe ich jetzt alles ausgemacht? Oder? Oh, ich mache das... Ah. Ich mache mir den Weg nach oben frei. Kann das sein? Hier war alles abgeriegelt. Wow. Wow, das Licht sieht klasse aus. Das war jetzt richtig ein richtig genialer Effekt. Zeig mal. Ah nein, wir schließen die Farben mit oben an. Verstehe. Cool. Okay. Und ein Fahrstuhl kommt nach unten. Oh oh. Ob das so gut ist? Wie weit fährt denn der runter? Weit, okay. Jetzt ist nur die Frage, wie komme ich hier wieder runter? Ach, hier war kaputt. Ja, stimmt. Wir können hier einfach runterspringen. Okay. Gut. Muss mal kurz mein Näschen kratzen. Dann fahren wir mal nach oben. Wer steuert dieses Ding eigentlich? Ist es Wheatley? Fahren wir jetzt zu Wheatley? Okay. Ich könnte ja für dich sprechen. Moment, kann ich sprechen. Hm. Ja, dann fahren wir jetzt in die Höhle des Löwen. Nee, wir müssen selber laufen, okay. Keep out. Keep out. Oh Gott. Ich finde sowas echt gruselig. Danger, keep out. Prädestiniert doch dazu. Ein wenig, ja. Condemnable. No, do not look at, touch, ingest or engage in conversation with any substance at this point. Okay, haben wir nicht gemacht. Lalalala. Ach, unsere Fahrstühle. Wheatley weiß, dass wir kommen. 100 pro. Sonst hätte er den Fahrstuhl doch gar nicht gerufen. Huch, Wheatley steht hier. Was steht da? Konnte ich nicht lesen. Was zum... Was sind denn da? Sieht man meinen Mauszeiger eigentlich? Habe ich schon mal gefragt, ne? Oh, oh. Die Unruhe, Teil 8. Okay. Hallo! Zum Teufel nochmal! Ihr seid Kästen auf Beinen! Es ist euer einziger Zweck, über Tasten zu laufen! Wie könnt ihr euch eurem einzigen Daseinszweck verweigern? Heißer? Heißer? Kochend heiß? Okay, kälter, kälter, eiskalt. Du erfrierst gerade. Es ist kalt. Ganz, 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 ganz kalt. Nun drückst du endlich den Knopf! Das wird nichts, Wheatley. Lustig, der hat... Zum Schreien komisch. Wir mopsen hier seit 12 Stunden rum und du hast es nicht geschafft. Am besten wir lachen uns tot. Du hast eine Stunde, ihn zu lösen. Der hat tatsächlich... Turrets mit... Eieiei. Der hat Turrets mit... Was, wie ging es denn hier weiter? Turrets mit einem Kubus geklont? Nee, nicht geklont. Kombiniert. Damit er neue Testobjekte hat, weil er ja denkt, dass ich tot bin oder so ähnlich. Irgendwas in der Art wird es auf jeden Fall sein, weil... Naja. Er hat uns ja mehr... Also er ist ja der Meinung, er hat uns getötet. Ich aber mal ganz ehrlich, wenn er den ganzen Laden hier kontrolliert, muss er doch mitbekommen, dass wir jetzt uns von hier unten, von ganz unten nach oben vorgearbeitet haben. Und dass wir da gerade mit dem Fahrstuhl hochgefahren sind. Ich meine, den muss er doch auch bedienen. Der muss ja unsere Anfrage regulieren. Nee, da geht's nicht mehr. Nee. Hallo, meine Süßen. Komm mal her, du. Oh, süß. Dich rette ich auch mal vor der Wand. Ich möchte die erst aufrichten. So. Okay. Ah, yes. Ich wusste, du schaffst es. Oh. Hallo. Hallo. Hi. War, würde ich sagen. Das war leicht. Ehrlich gesagt, den kenne ich schon, ich Schlitzohr. Es ist ein Paradoxon. Es gibt keine Antwort. Doch,
Falsch. Ich sage falsch. Explosion steht unmittelbar bevor. Anlage sofort evakuiert. Das hatte ich doch repariert. Warnung. Kritischer Reaktor. Kerntest. Oh. Ja, repariert. Hey, wie schön, euch wiederzusehen. Ehrlich gesagt, wie es der Zufall will, fehlen mir gerade ein paar Testsubjekte. Ihr kommt also wie gerufen. Und los geht's. Ich sagte ja, GLaDOS, dass das nichts wird. Ich mag nicht. Hat er das gebaut? Du ahnst ja nicht, wie man sich in diesem Körper fühlt. Ich muss einfach testen. Die ganze Zeit. Sonst kriege ich so ein Jucken. Ich muss irgendwie darauf programmiert sein. Nee. Oh, aber ich sag dir, wenn ich dann teste... Oh, Junge, Junge, das ist vielleicht ein Feeling. Es ist wie eine Sucht. Ich muss testen. Immer nur testen. Okay, du testest, ich guck zu, was du so treibst. Und jeder von uns kann zufrieden sein. Warnung, Kernüberhitzung, Kernschmelze steht unmittelbar bevor. Oh, oh. Test, wie süß. Diesen Test habe ich selbst entworfen. Er ist nicht ganz einfach. Siehst du die Gräben? Sehr tödlich. Extrem. Oh, ja. Gut gemacht. Das ist einmalig. Ja. Hallo. Oh, hi. Tolles Gefühl. Weißt du, es ist gar nicht so einfach, neue Tests zu erstellen. Wieso löst du nicht einfach weiterhin diesen hier? Immer denselben. Und ich kann... ich guck dir dabei zu. Ja, das gefällt mir. Meinst du das ernst? Wirklich? Oh, Wheatley. Die Kreativität lässt ja zu wünschen übrig. Ja, wow. Und nicht. Naja, ich hab's zumindest versucht. Okay, neue Tests, neue Tests. Hier müssen doch noch irgendwo irgendwelche Tests sein. Ah, oh, da sind sie. Wie jetzt? Du hast neue Tests gefunden? Tja, mein Paradoxon-Plan geht nicht auf. Aber es ist genau so, wie ich gesagt habe. Er ist ein zu großer Vollidiot, als dass ihn das irgendwie kratzen würde. Wheatley Laboratories. Alles in Butter. Ich habe gerade ein paar neue Tests erfunden. Dieser Test ist von mir. Nicht ganz, nicht ganz. Siehst du das Wort Test da an der Wand? Das ist brandneu. Ach da. Oh, wie schön. So. Und so. Ist jetzt nicht so spannend, muss ich sagen. Haben wir hier irgendwo... Bloody brilliant. Nein. Wir brauchen ja... einen Gegenstand, den wir da reinschmeißen. Und den kriegen wir bestimmt von hier irgendwo, oder? Ja, von dort oben. Da hören wir ihn auch schon. Na, ich muss schon rein. Huch, ich habe mich gesehen. Ja, okay, das ist auch eher ein Test, der nach GLaDOS aussieht. Denn, upsala. Denn der ist nicht so schnell zu... Also schnell zu lösen, ja, aber... Der ist nicht so ganz schnell wie die Wheatley-Tests. Ich würde gern hier raus. So. Sieht er mich noch? Die schlechte Nachricht, das sind meine Tests. Sie sind also tödlich. Die gute Nachricht, es gibt bisher keine. Darauf komme ich später zurück. Okay, sag Bescheid, wenn dir was Gutes eingefallen ist. Ja, man hat gerade Wheatleys Tonspur nicht gehört oder hätte ich im Raum bleiben müssen. Bin ich mir jetzt nicht sicher. Oh, weh. Ich würde dir gern bei den Tests helfen, aber ich kann nicht. Warum? Entschuldige, du bist allein. Reicht dein Strom nicht, aber ich schaffe das auch alleine. Ich habe sie entworfen, zusammengesetzt aus kleineren Tests, die hier so rumlagen. Hab sie zusammengeschustert, es gibt Tasten, Schächte, bodenlose Gruben, alles Mögliche. Einfach sensationell. Okay. Oh, scheiße. Das war nicht gut.
Ich sollte nicht. Ich habe einen zu nervösen Mittelfinger. Klingt falsch. Aus kleineren Tests, die hier so rumlagen. Hab sie zusammengeschustert. Es gibt Tasten, Schächte, bodenlose Gruben, alles Mögliche. Einfach sensationell. Machen wir das schon mal. So. Oh oh. Okay, ich war zu spät. Nochmal bitte. Sag mal, ich hab mich doch nach vorne bewegt. Na gut. Zusammengesetzt aus kleineren Tests, die hier so rumlagen. Hab sie zusammengeschustert. Es gibt Tasten, Schächte, bodenlose Gruben, alles Mögliche. Einfach sensationell. Einfach sensationell. So. Wow. Okay. Okay, das dauert viel zu lange. Ich sag dir einfach, wie man die Tests löst, ja? Nein. Egal, löse es selbst. Du bist auf dich allein gestellt. Ja, ich krieg das hin. Glaub mir. Oh, das wollte ich nicht. Okay, so. So. Oh ja, gut gemacht. Mhm. Danke, wir mussten nur den Hebel ziehen. Was? Nein, du hast doch die Tat! Klar. Ja. Okay, das ist interessant. Also, die KI kann uns oder darf uns nicht verraten, wie wir die Tests lösen. Okay. Klingt gut. Ich komme, noch nicht anfangen. Ich habe einen abgeriegelten Bereich mit hunderten Testkammern entdeckt. Völlig ungenutzt und voller Skelette. Ich habe ein bisschen aufgeräumt und jetzt sind sie so gut wie neu. Oh, oh. Skelette, richtig. Ich hatte wohl doch einen Testvorrat. Toll, GLaDOS. Hättet ihr das nicht ein bisschen früher einfallen können? Uah! Wheatley, reicht. Und los geht's. Sei ehrlich, man merkt es gar nicht, oder? Nein, überhaupt nicht. Es ist total ohne irgendwelche zerstörerischen Einwirkungen hier und so. Okay, wie komme ich da rüber? Ich höre ein Dingens. Nee, das wird's nicht sein, ne? Nee. Ja, jetzt fängt's an mit dem, oh mein Gott, wie komme ich darüber und wie schaffe ich das? Wie komme ich darüber? Also hier kann man ja schon mal nirgendwo hinspringen, das ist ja erstmal klar. Aber das Ding hier brauche ich. Nur wo? Das war es nicht. Wir stürzen in den Tod. Das ist doch schon mal eine schöne Abwechslung. Yay! Ja. Lalalalalala. Das sehe ich. Ich komme. Noch nicht anfangen. Ich habe einen abgeriegelten Bereich mit hunderten Testkammern entdeckt. Völlig ungenutzt und voller Skelette. Ich habe ein bisschen aufgeräumt und jetzt sind sie so gut wie neu. Hey! Hilfe! Und los geht's. Ja. Sei ehrlich, man merkt es gar nicht, oder? Nee, überhaupt nicht. Gar nicht. Was
habe ich denn da gerade gesehen? Gar nichts. Ups. Ja, da komme ich ja nur nicht ran, ne? Also das bringt mir ja schon mal gar nichts. Das bringt mir auch nichts, aber das, da muss ich später ran, nicht wahr? Hier muss ich ran. Genau, dafür muss ich da später ran. Aber ich muss ja erstmal diesen Kubus kriegen. Wie komme ich denn darüber, bitte? Ich bräuchte so einen Hebel zum Umkehren, aber ich würde sagen, das suchen wir dann im nächsten Part von Portal 2. Oh, Wari.